Manche Leute meinen ja, dass die Roboter-Arena-Kämpfe der RFL League nichts anderes wären als das Ausleben purer, brutalster Gewaltfantasien von cleveren Tüftlern wie mir. Und das ist das Öl im Strömen. Herrlich, ist das ziemlich brutal. Aber ich glaube, solche Menschen verkennen total, was wir hier überhaupt machen, denn hinter all den singenden Sägeblättern, den leuchtenden Laserschüssen und den ballernden Blastern steckt doch eigentlich etwas ganz anderes, nämlich Spaß. Und um den Beweis, wer im Robo-Business eigentlich der geilste Tüftler ist. Kein Mr. Flukulus, schlechtester RFL-Spieler. Noch nie gewonnen, so sehen Verlierer aus. Aber ja, das eigene handwerkliche Geschick ist eigentlich vollkommen egal, wenn es beim Kampf in der Arena einfach nicht läuft. Ich habe schon viele sagen hören, dass durch das rundenbasierte Kampfsystem in der RFL-Liga die Kämpfe eine reine Glückssache sind. Ja klar, da alle Kontrahenten zu Beginn einer Runde gleichzeitig ihre Roboter programmieren und niemand so genau weiß, was die anderen eigentlich machen, wirkt es vielleicht manchmal etwas chaotisch. Der Blasterschuss ging wieder einmal voll daneben. Was hat sich Professor Flopoulos nur dabei gedacht? Aber eigentlich ist es doch dadurch einfach ein mentales Spiel. Ich als der Programmierer meines Kampfroboters muss mir genau überlegen, was mein Gegner in der nächsten Runde vermutlich machen könnte und wie er versucht, an Punkte zu kommen. Und vor allem muss ich eins bleiben: unberechenbar. Und darin bin ich, glaube ich, ziemlich gut. Warum wurde dann Ihr Roboter beim letzten Kampf in alle Einzelteile zerlegt? Was für ein Schlag! Da sollte selbst bei einem Roboter der Kopf nicht sein. Und jetzt auch noch eine Bombe! Was für eine peinliche Niederlage! Tja, die anderen haben einfach falsch gedacht. Aber mit meinem neuen Roboter kann mir so eine Blamage nicht noch einmal passieren. Da ist er. Der Mörder-Killer-Kampfhund Blöb X 2000. Der macht alle platt. Falls du weißt, bei welchem Brettspiel mein Kampfhund hier demnächst in die Arena steigt, um andere Roboter in einem rundenbasierten Programmierspiel zu zerstören, dann nimm doch einfach am Gewinnspiel vom Heidelbeer Verlag unter adventskalender.heidelbeer.de teil. Viel Erfolg und frohe Weihnachten!